Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nintendo Switch Fortnite Special Edition. Alle weiteren Informationen zu dieser Konsole und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zur Konsole und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nintendo Switch in der Fortnite Special Edition. Das Ganze im Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist die Nintendo Switch in einer ungewohnten Optik, in einer speziellen Optik. Zum Erfolgsspiel Fortnite hat man hier die Nintendo Switch einmal neu designt. Wir haben hier den Karton im Querformat. Hier oben lesen wir einmal Nintendo Switch, dann hier riesengroß Fortnite. Hier haben wir dann schon die ersten Figuren aus dem Spiel und auch hier gleich den Controller sowie auch hier den Ständer der Konsole, der hier entsprechend gebrandet wurde. Und wir haben hier zusätzliche Inhalte, und zwar lesen wir haben hier das Wildcat Bundle und 2000 V-Bucks. Ja, Fortnite ist bereits installiert, steht hier. Nintendo Switch Fortnite Special Edition, das Ganze ist ab 12 Jahren freigegeben. Hier unten gibt es noch jede Menge technischer Details, Barcodes etc. Auf der linken Seite werden wir nochmal über den Boxinhalt aufgeklärt, was sich hier drin befindet. Auf der rechten Seite auch nochmal im Detail hier zu sehen, was alles hier mit dabei ist im Lieferumfang. Ja, hier oben, was lesen wir hier, Nintendo, ein Warnhinweis und. Gut, und auf der Unterseite, auf der Rückseite, haben wir da auch nochmal die diversen Figuren. Und dann haben wir hier scheinbar auch noch verschiedene Skins. Ja, also all das ist hier mit dabei. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der ganze Karton lässt sich hier öffnen. Einmal hier den Sticker und dann können wir hier aufmachen. Und wenn wir hier aufgemacht haben, dann können wir das hier aufklappen. So, einmal hier. Wunderbar. Und dann kommen wir zum Innenleben. So, wir haben hier einmal das Display der Konsole, dann die beiden Controller Joy-Cons, einmal in Gelb und einmal in Blau. Ich glaube, die gibt es auch wirklich nur exklusiv in dieser Edition, in dieser Farbvariante hier mit diesem speziellen Blau und Gelb. Dann eine Ebene darunter geht es weiter. Machen wir mal zur Seite. So, dann haben wir hier ein Booklet mit einem Download-Code, okay. Dann Gebrauchshinweise, Kabelwesen natürlich, ein HDMI-Kabel, dann das Stromkabel, die beiden Aufsätze für die Joy-Cons sowie auch diese Handschlaufen. Dann in der Mitte der Controller, holen wir auch mal raus, und auf der rechten Seite dann die Basis, also hier der Ständer, um die Konsole dann reinzugeben. Okay, so, das Ganze ist leer. Hier unten ist noch was zum Vorschein gekommen. Und zwar lesen wir hier, wie das genau angesteckt gehört, okay. Gut, und dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. So, als erstes haben wir hier den Bildschirm. Und zwar sieht er so aus, also hier klassisch in Schwarz. Auf der Rückseite dann das Ganze gebrandet, hier mit den einzelnen Symbolen, also wirklich die gesamte Rückseite hier entsprechend zutapeziert mit diesen Symbolen. Dann hier natürlich auch der Fuß zum Rausklappen. Schauen wir mal kurz, wenn es funktioniert. Ja. So, dann kann man das natürlich auch hier aufstellen, je nachdem. So, und es unterscheidet sich auf jeden Fall alleine schon jetzt hier von der Rückseite, von der regulären Variante, denn hier habe ich einmal ein älteres Modell von mir und die Rückseite hier ist blank schwarz und die hier entsprechend gebrandet. Das ist mal der erste Unterschied. So, dann legen wir das mal zur Seite. Dann haben wir hier ein kleines Heftchen,
So sieht das aus. Und dann haben wir hier eben einen Download-Code für dieses Wildcat-Bundle und die 2000 Bucks. Ja, und diesen Download-Code kann man dann entsprechend einfach im Store einlösen. Gut, als nächstes haben wir hier blau und gelb, die beiden Joy-Cons. Der gelbe ist nicht gebrandet, der ist klassisch. Und der blaue, der ist wiederum mit einem Detail gebrandet. Hier unten sehen wir es bei der Home-Taste hier. Der Bus, der klassische Fortnite-Bus, abgebildet. Zusätzlich zu diesen beiden Joy-Cons haben wir dann natürlich auch noch die Aufsätze. Hier in zweifacher Ausführung bedeutet, wenn wir den hier rausholen, dann kann man den natürlich hier dann drauf machen, wenn es funktioniert. So, dass das Ganze dann hier auch vollständig ist. Oder man nimmt den wieder ab. Je nachdem, machen wir mal wieder ab. Wenn er will. So. Gut, dann haben wir natürlich Kabel mit dabei. Einmal hier ein HDMI-Kabel, das hier noch verpackt ist. Also, klassisches HDMI-Kabel. Beide Seiten. Eine geht hier in die Konsole und eine in den Bildschirm, in den Fernseher eurer Wahl. Dann haben wir natürlich auch noch ein Stromkabel mit dabei. Ja, klassisches Stromkabel. Hier eben mit dem Netzteil direkt am Stecker und dann hier auch wieder mit Nintendo-Schriftzug das Ganze, um die Konsole mit Strom zu versorgen. Die Gebrauchsanweisung zu dem Ganzen. Dann der Controller, wo man dann das Ganze auch so spielen kann. Also man hat ja mit der Switch diverse Möglichkeiten. Man kann entweder direkt am Bildschirm hier am Display, die Sachen so dann reinmachen und direkt so spielen, links und rechts. Oder aber man macht es raus und kann dann natürlich auch stattdessen das Ganze so in Betrieb nehmen, dass man den Bildschirm entsprechend aufstellt und dann hier mit dem Controller rechts noch den blauen reinmacht und dann hier spielt. Der ist, soweit ich es beurteilen kann, nicht gebrandet. Also der ist hier klassisch in Schwarz und Hochglanz und lässt hier nicht irgendwie auf Fortnite oder so schließen. Und regulär sieht das Ganze ja so aus. Also das ist ein regulärer Switch-Controller, wie man sie standardmäßig kaufen kann. Mit der Switch in Kombination kriegt man, glaube ich, immer den hier. Also das ist so ein türkisblau und so ein orange, so ein etwas schwächeres Rot. Also andere Farben auf jeden Fall als bei dieser Edition. Und dann haben wir natürlich auch noch den Ständer, die Basis. Die kommt hier noch in Luftpolster und nochmal extra verpackt. Und zwar ist das hier dann die Basis, wo man das Ganze einbauen kann. Hier hinten die Anschlüsse für die Kabel, also Stromkabel, USB-Kabel und HDMI-Kabel. Und hier vorne auch wieder komplett gebrandet. So sieht das aus. Und dann kann man hier entsprechend die Switch reinpacken. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Basis hier, dieser Fuß, dieser Ständer für die Konsole. Die Gebrauchsanleitung, die beiden Joy-Cons, einmal hier in blau und einmal in gelb. So wie auch natürlich die beiden Aufsätze hier mit den Handschlaufen, sowohl für den einen als auch für den anderen. Dann das kleine Booklet hier mit dem Download-Code für die zusätzlichen Inhalte. Dann dieses Controller-Teil hier, natürlich die Switch an sich mit dem großen Display, das Stromkabel und das HDMI-Kabel. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box.
Nintendo Switch in der Fortnite Special Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Konsole bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Nintendo Switch oder Fortnite unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.